Am Samstag kamen Schlagerfans voll auf ihre Kosten. Die Sendung Silbereisen gratuliert, das große Schlagerjubiläum flimmerte über die TV-Bildschirme. Zahlreiche Stars wie Stefan Mross, Matthias Reim, Roland Kaiser und Michelle standen auf der Bühne. Doch nicht die Gesangsauftritte, sondern die Moderatoren sorgten für reichlich Wirbel. Gemeinsam mit Kollegin Beatrice Egli führte Florian durch die Show. Ja, die Chemie stimmt einfach zwischen den beiden. Die Fans feiern Florian und Beatrice bereits als neues Traumpaar am Schlagerhimmel. Da läuft was zwischen den beiden, ist sich ein User im Netz sicher. Andere schreiben, wir frisch Verliebte, die beiden flirten ja ohne Ende. Ich bin doch nicht blind und ich finde, die zwei passen super zusammen. Ob die Fans damit wohl recht haben? Möglich wär's. Schließlich versicherten beide bis vor kurzem noch, dass sie Single sind. Einer Beziehung würde also nichts im Wege stehen. Wer weiß, vielleicht überraschen sie uns ja wirklich bald mit einem zuckersüßen Liebesouting. Nachdem Beatrice Egli ihren Hit Bun performt hatte, wurde sie von Florian Silbereisen nicht nur lautstark bejubelt, sondern mit herzlichen Worten empfangen. Du siehst fantastisch aus. Sehr schönes Outfit. Ich bin begeistert, kommentierte der Gastgeber das farbenfrohe, mit einer gigantischen Schleife verzierte Kostüm der Schlagersängerin. Ich dachte, ich bin ein Geschenk für dich, mit Schlaufe, entgegnet ihr die 32-Jährige frech lächelnd. Aufgrund der aktuellen Abstandsregeln durften sich die beiden nicht zu nahe kommen, wie Florian Silbereisen erklärte. Die Schweizerin flirtete dennoch kräftig weiter, Corona, ne? Sonst wäre ich schon ausgepackt. Ein Scherz unter Kollegen oder doch mehr? Immerhin bot Beatrice Egli ausdrücklich an, sich an Weihnachten noch einmal als Geschenk verkleiden zu können.